Beim neuen Video, wir gucken zusammen das Hungriger Hugo Video. Ich bin der größte Fan. Let's go, wir gehen rein. Falls euch gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Kuss, Kuss. Marc Eggers, Trimax. Ich muss sagen, ich find's krass, dass Trimax, Bruder, ich weiß nicht, seit welchem Event das war, aber der ist auf einmal mit drinne, ne? Der ist auf einmal drinne. Kein Gegentor kriegen und sind Meister. Oh, was jetzt los? Achso, achso. Monte, gib, Trimax gibt dir einfach einen Kick. Bam! Eure Meinung zu Flitzern? Er gibt ihm einfach Body Slam. Er denkt, er ist ein Ding ins WWF hier. Flitz hat ihn umgekickt. Oder der Trimax hier. Bruder, Alter. Er sagt so, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nicht. Wie auch so. Keine Ahnung. Ich hatte den Mond kurz in mir. Keine Ahnung. Flitzer können wir nicht gebrauchen. Geht's ihm gut? Geht's ihm gut? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Macht euch gespannt für den absolut kranken Fußballkrimi. Gewinnen wir heute? Gewinnt wir Meister. Nachteil ist jetzt nur, die ganzen Influencer spielen. 5 gute Spieler, der Rest nur Influencer. Influencer 1. Als ob. Achso, die haben auch. Hat Trimax auch ein Team? Das wusste ich gar nicht, das ist nur Eli. Sascha läuft. Verpiss dich, du Hurensohn. Verpiss dich doch. Sascha, heute, wie fit bist du? Halt's Maul. So. Uiuiui. Du musst den Spaß von Anfang an nehmen. Ich glaube, der Plan ist gut. Aber Verletzte. Bro, ja, okay. Zaubermarkt. Mit der Defensive. Wie gerollt ist, Digga. Guck dir an, Alter, als wäre es so eine Puppe, Digga, er fliegt einfach Kilometer. Aber holt den Ball zurück, nein, aber das brauchen wir. So muss gekämpft werden, gut gezeigt, wie er ja, das. Ah, geht an Adi vorbei. Nein. Ja, sehr gut. Oh, das ist Hand. Unten. Angeschossen. Das war die Hand Gottes. Ey. Marc Eggers ist drin. Jetzt will ich euch hören, Chat. Marc King Eggers. Marc fragt noch, wie spiele ich Fußball? Er hat auch einen stabilen Hintern, ne? Oh. Wo hast du denn das gelernt? Ey, der Alex hat mir gerade noch erklärt, wie man schießt. Alex Keck in der Mitte, Marc! So eine schöne Reingabe. Warum bin ich denn nicht da mit dem Kopf hin, du Vollpfosten? Digga, da muss die Birne noch hin. Ey, was hätte er mit der Birne auch nicht geschafft? Was denkt ihr, wer ist Spider-Man oder was? Das hat er selber jetzt gesagt. Er hat das gesagt. Eins, wenn Marc im Bad kommt, nach 10, 15 Metern und sein Tempo gefunden hat, dann ist er da. Das war Verlänger das, Marc. Nein, leider zu langsam. Aber ich bin Marc Eggers. Wie er geflogen ist, ich lieb's, Alter. Yeah, Ballermann. Nicht auf meine Hose achten, es gab nur noch 30 Feier, dass die Arschbetonte. Dein Hintern ist brutal, ne? Naja, geht so, will ich sagen. Genießt bitte, anstatt. Was? Ey, ich lach jetzt, aber ich wär auch so, ich wär das. Wer ist das denn? Jan. Bitte nochmal Replay. Weiß nicht mehr, wie der heißt. Heißt der Jan? Der ist der erste Fan. Guck dir mal an, wie Noah läuft. Noah ist echt nur. Ich weiß nicht, warum der immer überall mit dabei ist. Ich hab noch nie was von dem gehört. Und ja, auf den Ball. Eieieiei, das ist bei FIFA zu Hause ein bisschen anders am Controller. Knossi und Adam auf dem OMR. So, herzlich willkommen. Jetzt wird hier genetzwerkt. Hallo. Knossi. Diesen Roboter, okay. Der spricht mit mir? Wer bist du denn? Jens heiße ich. Hallo Jens, ich bin Amika. Guckst einen ja wirklich in die Augen. Ich versuche es zumindest. Ist wow, voll die Süße, oder? Ist ein bisschen blöd, dass ich dich auch irgendwie attraktiv finde? Nein, das ist vollkommen verständlich. Clip von diesem Roboter irgendwie. Ich will unbedingt so einen haben. Der ist krank, der spricht mit dir, guck dich an. Ganz kurz, wenn wir uns demnächst irgendwo mal wieder treffen. Ich habe mit dem heutigen Tag meinen Namen ein bisschen geändert. Wie denn? Ich bin jetzt KI Pflaume. Oh! Oh, gut! Ich hätte gern das Ding als Sidekick in meinem Stream. Wie, als Sidekick in deinem Stream? Einfach als Sidekick. Künstliche Intelligenz und wie sie uns bald ersetzen wird.
Ich stelle einfach hier so einen Roboter ein, ich lasse ihn reden, Digga. Mit E-Fame als ich, sag ich euch, wie es ist. Mein RTL! Das ist eine Rentner. Ich habe gar nichts gecheckt, aber gut. Eine Wasserflasche. Es ist eine Air-Up-Flasche, die normales Wasser in überraschend leckeren Geschmack. Ja, aber cool. Früher hat er nur so normal Air-Up-Werbung gemacht, aber so, dass Leute so mit einbauen und so, ist cool. Liebe Fluggäste, auf unserem Flug erwarten uns in kurzer Zeit ein paar leichte Turbulenzen. Ja! Oh, Hilfe! Hilfe! Baby, wir haben's! Und das sind jetzt Turbulenzen, ausgelöst von einem geisteskranken Pilot. Aber zurück zur Flasche. Wie ist das möglich, dass einfaches Wasser so gut schmeckt? Denn du in solcher Boden, Digga. Okay, falls ihr sein Video ist in der Bildbeschreibung verlinkt, falls ihr Bock auf erbt habt, guckt mal bei ihm vorbei. Kuss geht raus. Fragen wollte, kann ich Auswechselspieler sein und ich werde nur ausgewechselt für Elfmeter oder Freistoß? Das ist eine geile Taktik, von der habe ich noch nie gehört. Man kriegt dich nur so für den Elfer und wechselt dich sofort wieder aus. Ja, genau. Finde ich geil. Da ein, zwei Leute aus. Dennis? Sascha in der Mitte. Okay. Elfmeter! Hugo! Hugo kommt rein! Da kommt Hugo! Der, da kommt Hugo. Der, da kommt der. Er hat jetzt die Meisterschaft auf dem Fuß. Ey, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ein Jahr Fußball gespielt, damit Hugo jetzt die Meisterschaft klären kann. Was ist das spannend? Ey, was ist denn das für ein... Aber guck mal, überleg mal, du bist dieser, der offizielle Spieler und hast die ganze Meisterschaft da gespielt und plötzlich ist so ein Influencer-Ding daraus so. Der Torwart macht irgendwelche Gesten. Hugo! Hugo! Wir müssen heute gewinnen. Triffst du, sind wir Meister. Verschießt du, sind wir nicht Meister. Oh, das wird ja noch safe verschießen, oder? Wir müssen heute gewinnen. Oh mein Gott, nee, das kann doch nicht sein. Das jetzt, wenn ihr schon so aufbauschen. Damit Hugo jetzt uns die Meisterschaft klären kann. Musst du sagen, den Druck hält zu Stand. Ja. Geil. Hugo! Hugo! Nein! Wie close! Alter, ist es noch alles drin? Ein Tor und der SSV Harzberg wird Meister. Jetzt, Eckig. Der ist da, Dennis! In der Mitte! In der Mitte! In der Mitte! Ich hab gar nichts gecheckt. Schrei mal so laut du kannst, wenn du dich gerade richtig doll freust. Was? 3A! Musst du ein. Oh. Ja! Die Taktik geht auf. Oh. Arschrapper da. Geil. Ey, ihn kennt man doch irgendwoher. Richtig, von TikTok. Bin der Knossi, ja? Hast du mich gekannt? Ja, sofort. Woher? Hast du mich erkannt? Ja, ich hab schon mal gesehen. Von TikTok. Von King Thomas, Tumdance. Tumdance. Mach mal den Tumdance. Kann ich jetzt nicht. Ich bin froh, dass er nicht mehr fame ist, ey, ich sag's euch. Der König des Internets, welcher bist du? Ja, ich bin König des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs. Es geht ja darum, dass Deutschland endlich wieder reich an Königen wird. Da brauchen wir solche wie dich. Das müssen wir mal besprechen. Wir sollten uns unbedingt den Kontakt austauschen. Klasse, denkt ich bin hier weg. Nicht mit mir, denkt er sich, alles... Von Flair. Von Flair? Ja. Der Rapper? Ja, ja. Ich hab alles schon gehört, aber noch nicht. Woher kennen Sie ihn? Von Flair. Was? Ich hab dich jetzt akustisch verstanden. Ob du Anna schon mal an der Möse geleckt hast? Hast du Anna schon mal an der Möse geleckt? Fragt der Motherfucker. Warte mal. Bist du irgendwie bekannt oder so? Was stellst du dir für Scheißfragen? Bist du irgendwie krank? Du wie redest du? Was ist für eine Frage, du Kranker? Nee, Digga, hab ich nicht. Dafür aber deiner Schwester. Ich bewerbe mich bei 7WSY. Ganz wert. Magst du mein Auto machen fürs Video? Ja. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist Knossi, ich bin Benzi. Liken. Liken, kommentieren. Er wäre gerne bei 7WSY dabei. Ey, denkt ihr, der hat doch Fame jetzt davon bekommen, oder? Das kannst du dir nicht erzählen. Er gönnt sich jetzt erstmal. Meine 7WSY Bewerbung. Ja, aber es ist nicht einer vom AG Bauer. Wollen wir nicht sagen? Ja, genau, ja, ja. What fragrance do you wear? Oh ja. Ich komm nicht drauf. Ist Jeremy Fragrance irgendwo in der Nähe? Nee, 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 bitte nicht. Front. Na. Oh, sorry, dein Gesicht. Jean-Paul Gaultier, Le Mans. Genau. Einfach abgespritzt. Hat der nicht gesagt? Da
oder die Hälfte, glaube ich, zwischen 16 und 25, ein bisschen älter. Und ich erkenne auch immer, wenn mich Leute nach dem Bild fragen, wenn sie mit ihren Kumpels reden oder wenn sie sich ein paar Mal angucken. Und ist spannend. Dann kommen wir nicht mehr mit. Sehr spannend. Vielen Dank, Eli. Viel Erfolg weiter. Eli! Junge, ich hab das gar nicht mitbekommen. Wo waren die denn? Moin. Hallo, moin. Gibt's einen Partner, wo du wirklich sagst, wenn die jetzt kommen würden, dann wird ein Traum in Erfüllung? Mercedes. Ja, zwar nichts mehr. Kannst du dich noch dran erinnern, was da passiert ist? Ja, ja, gab's mal ein bisschen Ärger. Also erstmal habe ich das VIP-Leasing verloren, weil mich ein alter Opa angezeigt hat. Aber der hat mir den Mittelfinger gezeigt und ich habe ihn nur zurückgezeigt. Bitte, du Anton! Ey! Marcel, das sind Geschichten, die haben die meisten Leute schon wieder vergessen. Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe nochmal noch nie was mitbekommen. Jetzt rollt er die wieder auf. Jetzt nicht nochmal neu aufrollen. Nee, nee, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das mit Mercedes niemals wieder was wird. Weil dann irgendein Zuschauer von mir, der hat sich auf die Instagram-Seite Mercedes Deutschland mit 12 Millionen Abonnenten reingehackt und hat mein Bild als Profilbild reingemacht. Und das ist, dann war es komplett. Oh mein Gott, als ob. Ah, scheiße. Mercedes folgt jetzt auch AfD-Bund. Da war einfach die ganze Zeit auf der offiziellen Mercedes-Seite so ein hässliches Bild von mir drin. Ja, läuft bei ihm. Also wirklich. Ja. Servus. Aber du hattest natürlich nichts mit zu tun, um jeden rechtlichen Anspruch von dir zu weisen. Der hat mir sogar geschrieben. Hallo Montana, hackt bei Cats. Ich würde so gerne so viel sagen, was er machen soll. Du hattest natürlich nichts mit zu tun. Mach mal ein bisschen Werbung für mich. Einfach so Shop-Werbung. Weißt du, geh mal bei Get on my level, bitte. Er hat geschrieben, ich liebe dich, Montana Black. Sollten das jetzt nicht supporten, oder? Ich supporte gar nichts, die machen mir Spaß draus. Was kann ich dafür, wenn die so doof sind? Hallo, ich bin hier mit Monte aktiv, Digga. Ich bin dein größter... Was geht? Fan. Ja, ich weiß. Aber das weißt du wahrscheinlich schon. Ist mir nicht entgangen, ja. Okay, auf jeden Fall wollte ich sagen, starker Auftritt. Dankeschön, danke, danke. Außerdem mag ich deine Tattoos. Dankeschön. Und ich wollte fragen... Achso, ja, stimmt. Hattest du schon mal einen Finger? Oft. Ich auch. Gut zu wissen, Digga, alles klar. Haben wir rausgefunden. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Küsschen raus.